anpfiff, zu einem eher ungewöhnlichen Fußballspiel im Erika-Fisch-Stadion. Am Samstag trafen sich etwa 40 Sportbegeisterte, um auf dem grünen Rasen ein Zeichen gegen Homophobie zu setzen. Ich habe mich entschlossen, hier teilzunehmen, weil ich finde es wichtig, dass Schwule auch im Fußball sichtbar sind. Ich glaube, der ganze Fußball krankt so ein bisschen an der Sprachlosigkeit mit dem Thema. Nicht unbedingt eine offene Homophobie, aber irgendwie dieses Verdruckstheit. Und wenn es dann darum geht, so ein Spiel zu machen, hier Prominente und Sportstars gegen ein schwules Fußballteam, dann bin ich gerne dabei. Beim dritten Respektspiel der Stadt Hannover traten insgesamt 4 Mannschaften in 2 Duellen gegeneinander an. Den Anfang machten die Männer. Das homosexuelle Team Queerschuss spielte gegen eine prominente Auswahl aus den Bereichen Sport, Politik und Kultur. So wie Travestiekünstlerin Elke Winter, die mit ihrer Leistung zufrieden war. Dafür, Kinder, dass ich 30 Jahre kein Fußball gespielt habe, man sieht es mir nicht an, ich war in einer Kindermannschaft, war ich eigentlich, ich habe 60 Minuten fast durchgehalten, ne? Ich fand mich toll. Und ich habe eine Vorlage zum Tor gegeben. Klare Sache. Mit 1:6 musste sich Queerschuss geschlagen geben. Doch das Ergebnis war an diesem Tag zweitrangig. Ich finde es wichtig, dass Zuschauer da sind, weil die, die hier sind, die haben Spaß am Geschehen und die stehen hinter der Sache. Die Leute sind alle ambitioniert. Mehr Wünsche können mir doch gar nicht erfüllt werden. Im zweiten Spiel waren die Frauen gefordert. Auch hier blieben die Vertreterinnen der bunten Mannschaft chancenlos. 2:6 hieß es am Ende. Der Wanderpokal ging an das Team der anderen. Und deren Fazit lautete: Ja, sehr zufrieden, ne? Alle haben gut mitgemacht, zusammen gespielt, hat Spaß gemacht, waren alle nett und freundlich. Und darauf kommt es schließlich an. Denn Homophobie im Fußball verdient nur eine Farbe.